passiert mit seiner Zunge eigentlich? Mir auch halt gern. Das ist ja ganz komisch, was da abging. Ei, ei, ihr Matrosen, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode von Final Fantasy VII, das Remake. Nachdem in der letzten Folge die Alisa ein bisschen Piano spielen durfte, hoffe ich, dass jetzt doch wieder ein bisschen mehr Action abgeht. So, let's have a look. Kann ich hier auch rennen? Hey, yo. Nice. Irgendwie renne ich von dem Ziel weg. Wo muss ich denn hin? Du musst dem kleinen Jungen doch Dings liefern. Daten, Kampfdaten. Ist das meine Aufgabe? Ah, ich muss einfach eine Aufgabe abholen von denen. Please set the orb of assess materia to your equipment and use it to gather battle intel. Haben wir schon gemacht. Oh, und wir haben gesagt, wir kaufen den Reif, damit wir Materia den wollten wir nachgucken. And I just might have more work for you later. Na gut, dann kaufen wir schnell den Reif. Es dauert voll lang, bis es hell wird, ne? I only stock the best of the best. Das sagen sie alle. Accessoires wahrscheinlich dann, oder? Oder war das bei dem an? Nee, war schon hier. Ja, Eisenreif. Der hat einen. Ich meine, wir können auch auf die Kacke hauen und einen Sternenreif kaufen. Einmal zwei. Krass, aber die Stats sind bei dir so schlecht. Das stimmt wirklich. Na gut, dann wird's wohl ein Eisenreif. Komisch, oder? Oh no. Und hier steht immer Besitz 1. Ist echt komisch, wieso besteht. Aber wir konnten nicht auswählen. Das war nur Bronzereif. Ich habe jetzt Angst, den zu kaufen. Dann habe ich zwei. Dann guck doch noch mal ins Ding. Ins Menü. Nicht, dass wir... Haben wir irgendwie so ein Menü-Menü? So ein Inventar? Gegenstände. Da wird es doch bestimmt drin sein. So, Accessoires, Rüstungen. Da, Eisenreif. Ja, habe ich. Ja, dann... Aber überprüfe deine Rüstungen. Komme ich dann jetzt in das andere? Waffenmodifikation, Ausrüstung. So. Cloud. Aha. Na endlich. So, das heißt, du kannst jetzt nämlich auch wieder das Heildings einsetzen. Und wie komme ich jetzt da runter? Material einsetzen, drücken. Ah ja. So, das Ganze da. Nämlich heilen wieder reintun. Hä? Zum Beispiel. Hast du. Glut. Analyse, okay. Glut für Klot. Gut, also müssen wir gar nichts kaufen. Nee. Geil. Gut. Dann heißt es einfach mal rausrennen und gegen Monster kämpfen, wahrscheinlich, ja? Für die Analyse. Oder komme ich da jetzt gar nicht mehr raus? Ja, schön, dass alle nur an die Tifa denken, oder an mich. Die sexistischen Schweine. Die hat die größere Brüste. Die hat sie wohl. Die hat sie wohl. So. Kiste. So, musst du da jetzt auch irgendwas machen? Bei Kommandos, dass du irgendwas sammelst? Nee, ich glaube, das Ausrüsten reicht. Oder? Die nicht geblockt werden können, sind übrigens. Also, ich lese mal vernünftig vor. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Ah ja. Danke, Tifa, komm! Hol mich raus! Er sagt, du sollst wechseln und du wechselst nicht. Ja, aber die Tifa hat ja angegriffen. Was anderes hätte ich auch nicht machen können. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob man da nicht doch irgendwie anmelden musste. Na, ein sauberer Schnitt durch die drei Kisten, ey. Geil. Bei Kommandos. Schon geil. Guck mal auf Kommando, bitte. Magie. Ach krass, aber ich kann gar nicht... Blut kann ich auch nicht einsetzen. Das ist ja jetzt komisch. Naja, schauen wir mal, was nochmal passiert. Ich dachte nur, ich habe da irgendwas gelesen. Tifa kämpft mit blanken Fäusten.
Ist halt eine taffe Frau. Gegengift. Können wir dann brauchen. Okay. Naja, die zwei noch. This won't take long. Was never in doubt. Das ist ja Kindergarten hier. Das ist eine krass, fixe Kamera, gell? Ja, das ist voll anstrengend. No! Tschüss. That's a win. Okay. Ja, können wir nochmal schnell gucken. Ausrüstung Materia. Cloud. So. Materia einsetzen und Analyse. Siehst du, Analyse auf einen Gegner anwenden. Dann würde ich den Einsatz der Fertigkeit Analyse. Ja, aber, hä? Aber wie setze ich das dann ein? Naja, das muss in den Kommandos mit drin sein. Hm, vielleicht geht das. Also, kann natürlich sein, dadurch, dass ich jetzt nicht im Kampfbetrieb bin, dass es da nicht geht. Dass ich nur heilen kann, dadurch, dass ich nicht kämpfe. Weißt du, was ich meine? Hm. Das wäre jetzt natürlich blöd. Jetzt habe ich ja alles vernichtet. Ich habe aber dreimal gesagt, dass du das wohl anwählen musst, weil ich mir eingebildet habe, das gelesen zu haben. Okay. Siehst du, unsympathischer Kerl. Halt die Schnauze. Haltet alle die Schnauze, ey. Sind die jetzt schon gespawnt? Ich weiß es nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich würde ja sagen, das triggert mit der Tür. Komme ich denn da hoch eigentlich? Gar nicht. Ja, hätte ich ja eben auch gesagt, deswegen dachte ich ja, ich gehe nochmal durch. Aber die Tiefer wollte ja nicht folgen. Let's see what he's made of. Gut, also, komm mal mit. Na, schau, jetzt geht's ja nicht zu. Fuck. Aber das kann ja auch nicht die Aufgabe sein, oder? Ist ja noch doch, jetzt alles er will, hier. Er will, dass du. Ja, eher, aber das ist doch nicht die Hauptmission. Nee, ich will doch weiterkommen. Ist der andere. Der Weimer? Oh. So, hier kann ich das so eine Karte aufrufen. Da. Wahrscheinlich sind das. Ach so, die. Und ich muss wahrscheinlich diese Sidequests machen, um dann von ihm. Oh Mann, ey. Na gut. Rattenplage, das klingt auch gut. Ist das nicht direkt vor dir? Das eigentlich schon, ne? Ja. Hey there, Tifa. Welcome back. And you, the new merc in town looking for work, right? Yeah. In that case, maybe you could do something about the Doom Rats? Them and their were-rat buddies have been tearing up town, looking for food and whatnot. Got into the store and made one hell of a mess, let me tell you. Oh, you think that's funny, do you? Don't lie. I saw you crack a smile. Well, do the job and you can laugh it up for all I care. Anyway, they're probably nesting in the outskirts. Now I've heard a were-rat in pain will call its friends for help. And the whole rat pack will come running just like that. Was passiert mit seiner Zunge eigentlich? Ja, das ist ja ganz komisch, was da abging. So. Hast du jetzt aufgepasst, wo diese Aasratten sein sollen? Ich war so von der Zunge abgelenkt. Vororten hat er gesagt. Ha? Irgendwas von den Vororten hat er gesagt. Fick doch die Hände, ey. Wir sind so unaufmerksam, das ist ja unglaublich. So, also hier gibt's. Steht es vielleicht? Krämerladen. Rattenplage. Hier. Das ist wahrscheinlich Rattenplage. Jo. Mhm. Also dann. Auftrag priorisieren. Route. Da will ich hin. So, ist wahrscheinlich genau die andere Richtung. Was denn? Aufgepasst, ich war so fasziniert von seiner Zunge. Ja, das war irgendwie ganz komisch, die Animation. Eklig, ja. Ja, auch der Mund war ganz komisch animiert irgendwie. Ja. Und dem seine Zunge ist immer wieder so komisch hochgerutscht. Und dann dachte ich mir jetzt, was ist denn jetzt hier los? Und deswegen habe ich irgendwie gar nicht zugehört, was er gesagt hat. Ich habe irgendwie noch Aasratten oder die Doom Rats gehört. Und dann war es eigentlich schon wieder vorbei. So, schauen wir mal, ob wir hier richtig sind.
Oh Mann, voll vorbeigestiefelt. Du musst dir die Route anzeigen lassen und nicht das Ding einfach nur prüfen. Du bist komplett vorbei. Hä, wo bist du denn hin? Hä? Da. Da sind sie. Dann drück mal, ja, Dreieck. Ja, und jetzt? Soll das jetzt nicht nach oben an? Nein, das ist ja das. Naja, auf jeden Fall, ja, zurück. Also, das ist doch voll beschissen. Da muss quer nochmal ran, bitte. Wir kommen hier nie wieder raus, das ist langsam nee, los. Ich weiß auch nicht, wie ich... Also die... Links? Ja, das ist doch... Oder geradeaus. Ist doch richtig hier, geradeaus, oder? Ja. Und dann hier rum. So. Was war denn das jetzt? Und jetzt... To the left. Hier schon? Oder erst bei dem... Krass. Hello. Hello. Kannst du nicht durchlaufen? Doch, ich wollte schauen, ob es hier irgendwas gibt. Es gibt's doch nicht. Ja. Da, das schaut auch gut aus. Mann, oh Meter, ey. Das wird eine schwere Geburt heute. So, jetzt kann ich mal schauen, das ob ich... Das sind die Vororte? Bring it. So, jetzt kann ich mich gucken. Oh. Ich habe noch keine... Ernsthaft, ey. Nee, bevor sie wieder jetzt kann ich oder was? Nein, Fertigkeiten. Oder Gegenstände. Ah nee, da Fertigkeiten mal die Nüsse. Allow me. Cool. Geil. Geil. Jetzt macht es natürlich viel leichter, das zu bekämpfen. Aber du musst es mehrmals sammeln. Sicher. Ja. Dann machen wir es halt nochmal. I got your number. Keine taktische Information verfügbar, Sonny. Wahrscheinlich wird es bei irgendeinem mal dabei stehen. Too bad. Ich meine, ich habe keine Ahnung, aber. Und? Keine taktischen Informationen verfügbar. I don't see Doom rats around. What do you think? Should we wait? You know, this might be a waste of time. Let's head back to the store and touch base for now. Das denke ich halt auch. Findest du zurück? Weiß nicht, kann ich da vielleicht schon runterspringen? Oder die Treppe hier nehmen? Genau, streicht er da. Oh Mann, ey. Das war halt echt nicht weit weg, ne? Well, rats too much to handle? I'm just messing with you. Heard you took out some were-rats, which is nice and all, but the job was to wipe up the doom rats. No biggie. Get back out there and finish the job, and we're good. Don't look so glum. It's only a matter of time till they show. You'll get them this time for sure. Okay. Tiefer ist schon, dicker, wir gehen zurück. Schon? Ich wäre geblieben. Also ich hoffe, das ist jetzt wieder der gleiche Platz. Jo, ja. Schaut gut aus. Sind die jetzt größer? Schon, die schauen fieser aus, ja. Doom Rats. Schaut ekelhaft aus eigentlich sogar. Fertigkeiten, Kollege. Analyse. Asratte. Allow me. Nach Erleiden der bestimmten Schadensmenge wird sie schockanfällig. Okay. Ah ja, na schauen. Da, Untersuchung zum Bestien in Midgard. Von 2 von 2. Going in. Ah. Jetzt schaut schon ganz nice aus, die Moves, ey. You're done. Und nur noch crazy, dass der auch einfach automatisch kämpft, wenn du nichts machst. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Wie das Sinn von dem Spiel sein kann. Boah, Tifa, das dauert ja ewig bei dir. Komm her, Kollege. Zack. Let's finish this. Keep those gloves up. Sure thing, Coach. Schaut echt aus wie so kleine Gremlins irgendwie, oder? Ja, ich muss jetzt auch an Gremlins denken. Also, für die 3 Meter muss mich jetzt das hintransportieren, oder was?
Stimme wirkt irgendwie traurig. Finally managed to get those Doom Rats, huh? Thanks, guys. You're the greatest. Was so dead in here, I thought I might have to close up shop for good. Hey, got an idea. Hear me out. If the guy who took care of the town's rat problem told everybody where he liked to shop, well, what do you say? I'll make it worth your while, of course. Give you some incentive. Talk you up to Weimer and my customers and anybody else who listen. You'll be swimming in work before you know it. Yeah, sure. Okay, then. That's what I like to hear. Seventh Heaven, the new merc in town and my little store. I can see it now. We're gonna clean up. That went well. Could be you found your calling. Was all right, I guess. Think of each job as an opportunity. Not to make money, but to build connections. It's not what you know, but who. You remembered. Not a patient teacher. Maybe not so patient next time. Oh boy. Oh, Barrett should have finished collecting his share of the money by now. So what do you want to do? Head back to the bar? Yay! Es geht weiter! Ja, ich find's immer ein bisschen schade, wenn man so gezwungen wird, so Nebenquests zu machen. Ja. Naja, gut, das... Haschmann. Die ist natürlich genau in der andere Richtung. Ja, gut, das war jetzt halt wahrscheinlich auch eine Einführung, dass du es machen kannst. Weißt du? Ich glaube jetzt nicht, dass sie dich jedes Mal dazu zwingen. Was ist denn jetzt schon wieder? Something's wrong. Let's check it. Das sind aber keine 1,5 Meter. Leute, wir haben Corona. Was ist denn da drüben für ein Typi? Okay. Stay away from me! Hold it! Settle down now. Get off me, assholes. I didn't do shit. Shut up, punk. Or what, huh? Screw you. What's going on? Somebody went and stole some blastinator from a Shinra warehouse. So public security started asking questions, and you know how Johnny gets. It's because of the reactor bombing, I bet. I could be wrong, but something tells me they're not gonna settle for just roughing him up this time. We've gotta save him, Cloud. Is he Avalanche? No. He doesn't really know what we do. But he has his suspicions. And he's a talker. Actually, you know what? Maybe I should go alone. I'm coming. Are you sure? It's the least I can do. Lead on. Thanks. Come on. Ich finde es so witzig, wie die anderen einfach alle so 0815 normal aussehen. Also wirklich so, ne? Das sind einfach nur normale Menschen. Ja. Und die sehen auch vom Gesicht alle so 0815 aus. Ja, ist richtig. Und dann sind da die. Ja. Deswegen spielen wir ja die auch. Die Outlaws. Die Musik. Es ist schon alles sehr verrückt irgendwie. Es ist schon alles sehr verrückt. Aber du fühlst es jetzt wieder, ne? Model citizens don't steal blasting agent. So why don't you tell me why your ID popped when we were going over the warehouse logs? Huh? You got it all wrong. I've never gone anywhere near a Shinra warehouse. Darf ich weiter oder? Da ist eine blaue Bank. Ja. Können wir schlafen? Könnte ich mich leichter hinknien. Drauflegen. Ablegen. I swear. All he had to do was keep his mouth shut. Yep. Anyway, you distract the officers and I'll figure something out. Naja. Ablenken kann ja zu schwer sein. Einfach hinlaufen und sagen: Hallo. Let him go. Who are you? The cavalry? Huh? Is that who I think it is? Oh, hell yeah! You guys really came to save me! Ow! Oh, let go! Hey! I know you think you're doing! Here we go.
You're done. Ist ja auch gar nicht mal so Elite. So, analysieren wir doch gleich mal noch diesen Wachhund. I got your number. Ist ein Stück leise, schnell zu füllen. Ah ja. Oder hau einfach drauf, die Schockleiste zu füllen. Der sieht so velvety aus. Was? Was schaut der aus? Samtig. Der Hund? Mhm. Ja. Rangniedere Wachmänner. Der Hund hängt an dir. Oh, dann hätte ich eigentlich auch mit rasiert hier den Johnny, ey. What now? He's a talker. Huh? Whoa, whoa! No! You're not gonna... Hold up! Wait! Don't do it, man! You wanna live? Then get the hell out of town. You got it, boss! You ain't never gonna see my face again! I swear! Are you sure about this? It's a big risk. I know, but... It's fine. And them? No more. Cloud, you're scaring me. We need to go before they wake up. Ja, dazu muss man auch einfach mal nichts sagen. Also ich glaube, wenn du mit so einem Schwert gehäckselt wirst, dann schläfst du nicht nur. Die machen immer auf. I'm worried about Johnny. I'm more worried about us. We gotta go, right? Right. What? It's just... You've really changed. How? I suppose it's... Yeah. Your eyes. They used to be less... It's the Mako. Soldier, remember? I remember. So, what do you want to do now? Head back to the bar, or do you want to tackle another job or two? Zur Bar. Die hat echt so riesen Möpse. Okay. Was war das? Fuck, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich kenne mich noch zu wenig aus in dieser Stadt. Oder in dem Dorf oder was auch immer das hier ist. Ich glaube, ich werde mich hier nie auskennen. Ah, da hinten rechts, rechts, rechts. Echt? Nein, komm. Dreh dich um. Das ist rechts. Ja. Waren wir nicht hier? Ah ja. Ja, sag doch eher hinter dir. Naja, halt. Da hinten rechts. And here we are. You must be tired. Same as you, I guess. Could use a little something to take the edge off, right? How about a refreshing cocktail made by yours truly that you can sit back and savor? Tifa. Yeah, I'm feeling it a bit too. Hey, do you think you'll stick around a little longer? Maybe. Work for a minute, build up some savings. I see. In that case, want to head back out and look for more gigs? Nein. Ach, Schmarrn, oder? Hä? Verlassen wir jetzt diese... Nein, dann nicht fortfahren. Yeah. Why not? Das heißt, sobald wir in 7th Heaven gehen, geht's weiter. Anscheinend. Und ich will ja eigentlich, dass es weitergeht, aber ich will jetzt zumindest mal zu dem Jungen, um mir da die Belohnung abzuholen. Der gruselige Junge. Der Junge war? There. Ja, da drüben. That should be enough intel for the kid. Und der andere winkt auch. So, you're the mercenary? Cloud! You are the first to gather the data I requested. Here is the rest of your payment. I have developed new materia. Would you like to see it? So, wenn du dich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligst, macht Chatley Fortschritte bei der Materia-Entwicklung und du kannst neuartige Materia erwerben. Wenn du sehr viele Kampfberichte abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge.
Bei Chatley kannst du für einen geringen Betrag freigeschaltete Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Du hältst dann alle verbrauchten Waffenpunkte zurück und kannst deine Waffe noch einmal von vorne verstärken. Denke daran, dass es keinen Grund gibt, geizig zu sein. Setze für jede deiner Waffen so viele Waffenpunkte ein, wie dir zur Verfügung stehen. So. Geheimforschung. Analyse. Haben wir ja schon. Autovita. Das klingt gut. Sind Gefährten im Bedrängnis, wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genügend ATB oder MP zur Verfügung hat oder der Spieler den Charakter aktiv steuert. Mhm. Ja, machen wir doch mal. Erwerbe. Vor allem für 100. I plan to develop more material in the future. Together, we can harness enough power to take down Shinra. I'll keep preparing more battle intel reports, which I hope you will assist me in completing. Kannst du auf mich zählen? So, was mit dem Kollegen hier? A certain shopkeeper told me you paid him a visit. Thanks for helping him out. Just so happens there's another job I'd like to offer you. Now that I know you can handle yourself in a fight, we've got a real killer on the loose, you see. A rabid catch dog. Maybe you've heard people talking about it. Shinra Muk gone feral. Last sighting was in Scrap Boulevard. Think you're up to it? I'll handle it. You're a lifesaver. Doubt anyone else around here stands a chance. Go get him, bud. Bud. So, wo soll der Kollege sein? Hier. Der Schrecken der Rostpfade. Naja, das ist ja dann quasi wieder hier. Gut, dann machen wir die Mission auf jeden Fall noch. Schön, wie sie alle jetzt von diesem Kampf und sprechen. Und dann darfst du die Story weiterspielen. So. Schauen wir doch mal, was hier auf uns lauert. Auf jeden Fall immer wieder Kisten. Ja, immer wieder neue Kisten. Aber da kommt auch nichts mehr rein, irgendwie gefühlt. Nope. Dogo. Where are you? Come on. Da. Da ist er. Hässliches Biest. Gotta make it. Der hat aber ein bisschen zu viel Gains hier. Ja. Testosteron! Eine experimentelle Version. Schön, dass wir es nicht lesen. Ach. Der hat echt. Ja, der schaut echt aus wie so ein aufgepopptes Schwein, ey. Der hat ganz viele Leg Days geskippt. Meinst du, der hat nur am Bizeps gearbeitet? Ja, schau dir das doch mal an. Komm her, Kollege. Flucht. Ernsthaft? Damn it. Oh. So. Ja, hinterher, wohin denn? Anders hingespawnt haben. Ja gut, aber er wird schon wahrscheinlich noch in dem Bereich sein. So eine Scheiße, ey. Was war da? Na, nix. Ja, müssen wir jetzt einfach mal die Runde nochmal drehen. Die Musik. Ah ja. Ja. I drove down in the area up ahead. He's pissed, so make sure you're ready. Gab's die Stelle vorher auch schon immer? Ich hab die auch noch nie gesehen. Komm her, Kollege. Auf ein neues. Gotta win at all costs. Alright. Aber den mal mit Magie voll. Hä? War das dann besser mal mit Magie voll? Ist das ein hässliches Tier, ey. Ja. Und dieser komische Stummelschwanz nochmal hinten. Ja, ja, da passt so viel nicht zusammen. Ah, oh, fuck. Hab man noch gesehen, dass der rein sprintet. Ja, aber ich dachte, ich kann den Schlag noch landen. Ja, komm. Jetzt haben wir ihn aber. Und vorbei. No surprises there. Na gut, holen wir uns noch die Belohnung.
Das ist wenigstens mal ein schönes Lied. Took care of the dog, did you? Phew, we owe you one. Gotta say, I've never seen a Shinra breed like that before. Out of curiosity, when exactly did it show up? Oh, today. The first reports came in just this morning. Why do you ask? Wait a minute. There's this crazy story about a Shinra research lab hidden right beneath our feet under the slums. Huh. Really? That's news to me. And here I thought you might know something I don't. Well, I guess not. It's a big organization. I'm sure there's lots of secrets I don't know. Yeah, fair enough. You got the bastard. That's good enough for me. Good. So, Leute, dann mache ich hier auf jeden Fall mal einen Cut, einen Break, whatever. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wie Alisa sich endlich mal wieder um die Hauptstory kümmert. Lasst gern ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video auf keinen Fall verpasst. Und dann sehen wir uns. Ich wünsche euch was, schönen Abend. Peace. Tschüss.